Am Samstag wurde bei den Mühlenberg Skoda Autohäusern in Ludwigshafen und Grünstadt der neue Skoda Kodiaq vorgestellt und der SUV stieß auf großes Interesse. Und das sicherlich nicht unbegründet. Der Siebensitzer überzeugt mit modernem Design, Ausstattung, Technologie und Fahrtauglichkeit. Den Kodiaq gibt es in 5 verschiedenen Motorenaggregaten, 2x als Dieselfahrzeug und 3x als Benziner. Die modernen Turbomotoren mit 1,4 und 2,0 Liter Hubraum verfügen über 92 kW bis hin zu 140 kW. Der Verbrauch liegt dementsprechend zwischen 4,7 und 9,1 Liter auf 100 km, abhängig natürlich von der Fahrweise und Antriebsart. Trotz oder besser gesagt, obwohl der Kodiaq für 7 Personen bequeme Sitzmöglichkeiten vorzuweisen hat, gibt es noch genügend Stauraum. Von seinen Fahreigenschaften konnten sich die Besucher selbst überzeugen. Bei uns ist nun Thomas Bayer vom Autohaus Mühlenberg. Ja, Herr Bayer, heute wird im Autohaus Mühlenberg der neue Skoda Kodiaq promotet. Was ist das Besondere an dem Auto? Ja, wir freuen uns erstmal sehr, dass wir ihn heute auch wirklich da haben, den Kodiaq. Er war ja lange angekündigt, der erste große SUV der Marke Skoda. Und er ist ein wahrer Alleskönner. Er ist Geländefahrzeug, er ist super auf der Straße, er bietet vor allen Dingen unglaublich viel Platz. Und deswegen sind wir sehr stolz, dass wir ihn heute vorstellen können. Wie wichtig ist es für Skoda, ein SUV in der Produktion zu haben? Es ist extrem wichtig, ein Fahrzeug dieser Klasse in der Produktion zu haben, denn das SUV-Segment ist eines, das am meisten Steigerungspotenzial hat am Markt. Und da wir dort nicht vertreten waren oder nur unzureichend vertreten waren, ist es für uns besonders wichtig, dass wir dieses Fahrzeug jetzt im Repertoire haben. Spricht man eine bestimmte Zielgruppe an oder wie würden Sie das definieren? Ich würde es mehr als einen Allrounder sehen, der im Prinzip alle Kundengruppen ansprechen kann. Das kann ein Familienauto sein, das kann für die Individualisten etwas sein, also allumfassend. Das macht ihn ja gerade so interessant. Also er hat ja auf jeden Fall seine Stärken für die Aktivitäten, die auch der ganz normale Kunde machen möchte. Das heißt für die Waldfahrt, für das leichte Gelände, für den Schnee im Wintersport, dafür ist er sehr, sehr gut positioniert. Das Auto hat eine sehr, sehr gute Rundumsicht, ist also sehr, sehr gut auch in der Stadt zu fahren. Auch für den, der vielleicht ängstlich ist bei großem Umfang des Autos, kann ich also vollkommen beruhigen. Durch die Assistenzsysteme und durch die gute Rundumsicht, die man sowieso hat durch die Fenster, ist das unproblematisch. Wie sieht es aus mit Einparkhilfen? Das Fahrzeug hat ja Einparkhilfe vorne, hinten. Wir haben eine Rundumsicht im Navi integriert. Also alles, was man sich vorstellen kann. Gibt es eine Besonderheit? Ja, ich würde sagen, seine Allrounder-Qualitäten sind unglaublich gut. Und vor allen Dingen das Platzangebot dürfte doch viele Leute sehr, sehr stark überzeugen. Also wir haben im Innenbereich sehr, sehr viel Platz für die Passagiere. Wir können auch 7 Sitze haben, wir können 7 Personen befördern. Das dürfte, in meinen Augen, ist das eines der Schlüsselargumente. Wie sieht es aus mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis? Was muss der Verbraucher anlegen für einen Kodiaq? Es beginnt ab 25.000 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, und das wissen ja auch die Verbraucher, ist bei Skoda, steht es sehr, sehr stark im Vordergrund. Wir bieten sehr, sehr viel Auto fürs Geld. Und von daher denke ich, ist das für uns eine unserer Kernkompetenzen, die wir haben, dass wir viel, viel Auto für wenig Geld anbieten. Ja, und bei uns ist Nils, er ist mit dem Kodiaq mitgefahren, er hat den Parcours gefahren. Wie war's? Ja, war spannend, das mal zu erleben, wie das so ist, auch von den Steigungen her, weil von außen sieht es ja schon ziemlich steil aus, aber wenn man drin hockt, ist es eigentlich relativ entspannt und zu sehen, was so ein Auto überhaupt kann, und ich denke, das Auto kann sogar noch viel mehr, wenn man es darauf anlegt, also war schon eine super Erfahrung. Ja. Spaß gemacht. War super toll. Ja, und bei uns ist Alex und Sabine, sie sind auch mit dem neuen Kodiaq gefahren, wie hat es Ihnen gefallen? So wie in der Achterbahn, war schon interessant, war gut. Und wie hat es Ihnen gefallen? War super, hat echt Spaß gemacht. Mal was anderes. Wie hat es euch gefallen? Gut, es hat uns wirklich gut gefallen. Und mir auch gut. Tschüss!